Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja hier beim letzten Mal in dieser richtig krassen Mission gegen Frankreich, Leute, aber wir haben es geschafft. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal weiter in die nächste Mission. Aber vorher mache ich nochmal ganz kurz eine Wiederaufnahme. So, ja, okay, dann würde ich mal sagen, raus hier. Raus aus diesem Gefechtsfeld, ey, meine Güte. So, Leute, dann würde ich mal sagen, jetzt kommen wir in die vierte Mission, die Somme. Okay, interessant. 1918. Nach dem Rückzug der Russen aus dem Krieg wurden die deutschen Truppen zu einem letzten Großangriff von der Ost- an die Westfront verlegt. Die Hauptoffensive, Codename Michael, soll im Sommetal nahe Saint-Quentin stattfinden. Vielleicht kann man die alliierten Truppen besiegen, ehe neue Soldaten aus den eben in den Krieg eingetretenen USA eintreffen. Freiherr von Richthofen, der an einer Kopfverletzung leidet, die nicht heilen will, ist verbittert und müde geworden. Dennoch kann er die tapferen Bodentruppen nicht im Stich lassen. Er und sein Geschwader, die Jasta 11, sollen helfen, die Vorbereitungen der Deutschen vor dem Feind zu verbergen. So, die Jasta 11 also. Okay, alles klar. Vor dem Feind zu verbergen, gut. Wieder Frankreich. Alter Schwede. Ich hab keine Lust mehr auf Franzosen, wirklich. Naja gut, Leute, egal. Es ist halt so. Und die Amis, die haben sich auch wieder eingemischt. Ja, egal, Missionsziele, Leute. Bauen Sie unentdeckt die größtmögliche Invasionsarmee auf. Beeilen Sie sich. Hat die Schlacht erst einmal begonnen, werden Ressourcen knapp. Findet jemand Ihre Truppen, muss er gefangen und ausgeschaltet werden. Ach du Scheiße. Damit er seine Vorgesetzten nicht informieren kann. Zerstören Sie die feindlichen Stadtzentren in Peronne, Reue und Montdidier. Bauen Sie anstelle dieser Kasernen. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir das mal an hier. Jetzt kommt ja nochmal eine geile Cutscene erstmal, ne? Da Russland aus dem Spiel ist, haben wir alles reichlich, außer Zeit. Wir können Truppen und Ausrüstung anfordern, müssen uns aber sputen, ehe die Engländer unsere Basis finden. Okay, das heißt, wir müssen echt schnell sein. Gut, wir brauchen noch die Steingewinnung. Gut, passt sogar perfekt, Leute. Wir gehen nämlich voll auf Wirtschaft hier. Gut, wir können wieder Panzer bauen, Leute. Das ist sehr, sehr gut. So, Manneken und hier sowas hier. Ganz genau, Leute. Gut, wir müssen uns ein bisschen aufrüsten. Hier so ein paar Flieger sind... Ah, Manni! Hallo, Manni! Du bist auch wieder dabei. Sehr, sehr cool. Gut, die Fokker, die sind ja eigentlich nicht schlecht. Ne? Hä? Moment, Fokker? Fokker? Ja, Fokker, Jäger, Bomber. Ah, krass. Okay, cool. Leute. Gut, dann... Bürger bauen. Und... Ah, ich glaube, ich kann mich hier dran erinnern. Wir dürfen nicht entdeckt werden hier. Gut, Leute, alles klar. Aber dann würde ich sagen, der Money, der kann mal hier ein bisschen erkunden, tatsächlich. Damit wir es früh erkennen, wenn hier irgendwas kommt. Ne? Warum? Ah, okay. Ach, hier kann ich sogar auch. Ja, dann machen wir hier Partisanen wieder, wie beim letzten Mal. Leute. Und genau, der Manni, der hat schon keinen Sprit mehr. Alles klar. Und ja, Leute, hoffe, geht's euch gut. Ich hoffe mal, dass es euch gut geht. Ja, wir spielen hier weiter dieses schöne alte Spielchen hier. Roter Baron. Und ja, wie gesagt, also es geht weiter. Ich hoffe mal mit einer bisschen angenehmeren Mission, ey, wirklich. Weil die letzte, die war echt übel. Oh, schmale Karte hier. Okay, krass, Leute. Der kann ein bisschen erkunden. Das ist eigentlich ganz geil. Nahrung brauche ich, ne? Ich brauche auch noch Nahrung. So, 8 Stück. Da ist schon einer. Schaut mal da. So, weg damit. Was ist das hier? Britische Flieger. Ach! Jetzt geht's hier gegen Briten. Okay, krass, Leute. Ja gut, Manni, flieg heim, komm.
Das sind also britische Flieger, ich verstehe schon. Alles klar. Gut, Leute. Wir wurden entdeckt. Der Feind darf in unserer Anwesenheit keinen Wind bekommen. Ja. Jagt den Eindringling. Ja, der ist schon kaputt. Der ist schon kaputt, Leute. Scheiß Flieger hier. Ja. So, dann würde ich mal sagen. Steine? Brauchen wir Türme hier? Brauchen wir Türme, Leute? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob wir hier Türme brauchen. Gut, dann brauchst du nochmal hier ein paar Minikin. Hier bitte noch ein paar Partisanen. Und der baut weiter seine Artillerie. Ja. Zack, zack, zack. So. Wir rüsten uns auf hier. Schaut euch das an. So, Leute. Okay. Dann haben wir jetzt hier den ersten Bereich mal ein bisschen erkundet. Mit Money würde ich dann ganz gerne jetzt noch hier oben die Ecke, ganz genau. Hier oben die Ecke würde ich ganz gerne noch mal erkunden. Und ja, freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Empire Earth. Wir sind im Ersten Weltkrieg. Aha. Okay. Wir sind im Ersten Weltkrieg angekommen. 1918 tatsächlich. Gut, 6 Bürger noch zum Stein. Und die bauen sich bitte eine Mühle auf hier. Hier hinten am besten. Genau, Leute. Baut euch direkt eine Mühle auf. So, dann haben wir hier nämlich gleich unser Bevölkerungslimit. Jo. Panzer noch bauen? Ja, genau. Panzer. Gib mir Panzer da. Die mache ich auch nochmal stärker. Die Dinger, Leute. Die Einheit mache ich sowieso mal ein bisschen stärker. So, zack, 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 zack. Mehr Reichweite, bitte. Zack, 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 zack. Wir geben hier unsere Ressourcen kräftig aus. Zack, 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 zack. 12 Geschwindigkeit reicht nämlich. Aha. Wir wurden entdeckt. Ja, der muss kaputt gehen. Der muss kaputt gehen, Leute. Mach den im Arsch. So, da ist noch einer. Da unten. Mach den weg. Hier den. Mach den weg, jetzt verdammt. Oh, Manni, Mensch. Mach mich nicht schwach hier. Den schaffst du ja wohl. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Alles klar. Okay, gut. Dann brauche ich noch einen Bürger für so. Da ist noch was Rotes. Moment, da unten. Hier, wegmachen. Los, wegmachen. Mach den weg hier. Ihr schafft den. So. Da ist noch einer. Abschießen. So, sehr gut, Leute. Wir müssen uns weiter vorbereiten. Und der kann mal hier reparieren, bitte. Ganz genau. Und hier, zack. Genau. Ja, vielleicht werde ich den einen oder anderen Turm mal aufbauen. Kann ja nicht schaden, ne? Da unten ist noch was. Was ist hier? Moment, das sind ja Jäger/Bomber, ne? So. Der muss weg. Ach du Wie soll ich die denn jetzt alle verfolgen, Mensch? Wo ist Manni? Ja, oh. Manni ist hier, okay. Manni ist hier. Mach den kaputt. Mach den platt hier. Diesen Soldaten. Nein! Ach, verdammt. Ah, jetzt wurden wir entdeckt. Aber wir haben eh Bevölkerungslimit. Also von daher passt die Sache, Leute. Moment mal. Kannst du hier? Wir wurden entdeckt. Ja, Leute, ist in Ordnung. Wir wurden entdeckt. Ja, der ist eh schon weg, also von daher passt das schon. Die ziehen aber nicht viel ab, die Focker. Naja gut, versuchen wir es einfach nochmal, den aufzuhalten. So, Bevölkerungslimit, da ist noch was Rotes hier. Na gut, kann ich ihnen helfen? Ja, du kannst uns helfen. Partisane? Die Alliierten haben unsere Pläne entdeckt. Wir müssen Perron mit dem angreifen, was wir haben. Hoffentlich reicht es. Ja, das... Oh! Oh, shit. Türme kann ich nicht bauen, okay. Okay, da unten. Alles klar, ja gut. Ja, kommt, das wird schon reichen, oder? Ich habe einiges an Panzer gebaut. Ach Mensch, jetzt lass mich doch mal hier in ein Dreieck ziehen. So, so Manni, du kommst aber bitte mit. Ich brauche dich mal als Luftunterstützung. So. Oh. Oh, okay. Gold und Holz.
Ja, kein Holz. Oh gut, okay, dann macht ihr alle im Arsch. So, los, Leute. Die Männchen alle wegmachen. So, zack. Was macht er jetzt? Was machen die da? Manni, komm. Verdammt. Ich bin zu früh hier rausgerannt, ey. Verdammte Artillerie. So. Alles klar, mach die weg und mach die Drecksartillerie weg, so. Großbritannien, ey. Euer Ernst? So. Boah, die Panzer, die sind schon übel. Ein Panzer. Ja gut, okay, dann. Ach, Manni. Mensch, ja gut, dann mach halt den Fokker. So, wo ist der freie Bürger? Der kann mal hier reparieren, bitte. So. Putz, okay. Weg damit. So, ihr nervt. So, was haben wir denn hier unten? Ach, da ist wieder Artillerie. Och Mann, Leute. Jetzt hört doch auf mit der Artillerie. Das reicht nicht. Das reicht nicht, oder? Moment mal. Das schaffen wir schon irgendwie. Kommt. Die haben nur die Müllpanzer hier. So, das muss reichen, ey. Bitte! So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Brücke oder sowas. Ich habe natürlich keinen Arzt oder so, ne? Ah, aber Türme kann ich bauen. Gut. Dann baue halt einen. So. Gut, ja, dann mach hier kaputt, komm. Keiner ist beim Holz, ne? Das ist, ja. Großbritannien, ja. Weg damit. Okay, cool. Ja, na dann. Och, Leute, bitte kein Friendly Fire. Was soll denn das? So, dann kann ich hier Bürger bauen. Bürger kann ich noch bauen, tatsächlich. So. Der baut ein Türmchen auf. Ach Gott, ey. Wenn das alles ist, ne? Ich kann mir vorstellen, dass das hier ganz schön schwierig wird. Manni, komm mal mit hier runter, bitte. Ich muss mal ein bisschen scouten. Oh Mann. Ich befürchte, das reicht nicht, ey. Wegen der scheiß Artillerie da eben. Wer schießt da? Wer schießt da? Ach, hier. Ja, dann macht das kaputt, Großbritannien. So. Ach, du Heilige. Bomber. Okay, abschießen. Schießt die... Oh, den Bomber. Shit, Mann. Ach, der hat Bomber. Ja. Ach, shit. Jetzt krieg ich auf die Fresse. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wirklich. Die Bomber, die sind verheerend gegen meine Einheiten. Die sind verheerend, Leute. Richtig verheerend. Weil wenn das jetzt nicht klappt, wir werden angegriffen. Dann schießt die ab. Verdammt. Schießt die Scheißdinger ab. Ja, komm. Wenn das jetzt nicht klappt, dann muss ich das leider nochmal neu starten. ja, aber ansonsten sollte das doch passen jetzt gleich. Wenn wir das hier platt machen, oder? Duff Boys. Ja, kommt. Die Artillerie, die macht das schon. So. Ihr macht das jetzt kaputt. Die Panzer auch. So, Leute. Dann einfach alle hier drauf. Oder? Dann einfach alle hier drauf. Ja. Dann einfach alle hier drauf. Mal gucken, ob es passt. Ich befürchte nämlich nicht, Leute. Ich befürchte nicht. Oder doch? Könnte klappen, Leute. Das könnte klappen. Die Hälfte haben wir. Komm, das muss reichen. Das muss klappen. Wow, sehr gut. Aber wir haben hier noch den Flughafen. Der muss unbedingt weg. Der Flughafen. Das ist das Problem, Leute. Der Flughafen. Der reicht nicht. Ja, wobei, der ist zum Glück so blöd und... Ah, verdammt, Leute. Ich wollte schon sagen, der ist zum Glück so blöd und greift die eigenen Gebäude an, aber nö, das war nichts leider. Gut, schade. Da müssen wir es nochmal wiederholen.
dann müssen wir es nochmal wiederholen, leider. Gut. Das haben wir nicht geschafft. Shit. Das haben wir nicht geschafft. Kann ich denn jetzt wieder bauen? Ich kann wieder bauen, ja gut. Dann ist das ja easy. Dann ist das easy, Leute, ganz ehrlich. Ah, scheiß Holz wieder fehlt. Ja, Panzer, ja gut. Dann, Money, schießt die Bomber ab. Ach, verdammt, egal. Ja, genau. Den kriegt ihr nicht, Leute. Gut, alles klar, dann könnt ihr bitte, der Flughafen kann bitte die Bomber hier hinpacken. Ah, die machen ganz schönen Schaden. Hm? Ah, hier, der Bürger. Aber die haben kein Holz, ne? Ich brauche mehr beim Holz, ja. Ich brauche mehr beim Holz. So, okay. Gut, Leute, dann können wir trotzdem bauen. Das finde ich natürlich immer mega cool. So, Leute. Albatrosse, ja, die muss ich nochmal aufstocken, tatsächlich. So. Und lass sie mal ein bisschen mehr aushalten. Gold und Eisen. Ich brauche Eisen, Leute. So, und mehr Reichweite, bitte. Was machst du denn da? Ach, verdammt. Leute, Leute. Aber, das passt. Das passt soweit. PA-Geschütz. Holz. Mann, Leute, ich brauche unbedingt... Nee. Geht ihr Holz hacken? Ihr sollt Holz hacken, Leute. Und ja, da würde ich mal sagen, gehen wir das mal weiter hier an. Ja, 2 gegen 1 ist jetzt natürlich mega fair, ne? 3 gegen 1. So, mach die weg, los. Oder mach diesen hier weg, komm. Ja, Luftkämpfe, Leute. Hier, zack, zack, zack. Zack, zack. Oh, oh! Scheiße. Wirft der ab? Der wirft tatsächlich ab. Oh mein Gott, Leute. Okay, das heißt, ich muss eine Flak bauen. Shit. Muss tatsächlich Flaks bauen. Aber dafür schießt Money den ab. Ja, Money, das ist deiner. Sehr schön. Sehr, sehr cool, Leute. Gut. Boah, dann kriegen wir jetzt auch vernünftig Holz mal wieder rein hier. Ah, Panzer, genau. So, mach den Bomber weg. Gottes Willen, ey. So, Money. Komm, Luftkämpfe hier. Roter Baron, komm. Den kriegst du. Sehr schön. Sehr schön, Money. Perfektes Timing auch. Gut gemacht. So, dann repariert ihr mal bitte die Kaserne. Bum, bum. So, weiter geht's hier. So, und weitere Panzer, bitte. Also, ich brauche einfach nur Panzer. Gut, Maschinengewehre könnten wir, aber mache ich nicht. Haben wir nämlich schon. Ganz genau, haben wir schon. Ja. So, da ist Money wieder. Hi, Money. Dann würde ich sagen, kann der mal bitte hier noch ein Türmchen aufbauen. Und danach bitte noch eine Flak. So, was ist das? Direkt platt machen, los. Zack. So. Boah, der Money ist wirklich mega geil. Himmelwärts, ja. Der macht so viel Schaden. So, alles klar. Boah. Dann ist die Route erstmal abgesichert. Und dann werde ich hier noch ein paar Flaks aufbauen gleich. Machen wir hier noch ein paar Artillerien, so. Und ja, Leute, geht's euch gut soweit? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's sehr gut. Das Wetter ist abgekühlt. Gott sei Dank. Und, ja, so lässt sich doch viel angenehmer zocken, auch ohne Hintergrundgeräusche bei mir. Ich muss nämlich keinen kleinen Ventilator mehr anmachen. Ja, das ist einfach gut. Das ist einfach saugut. Und ja, dann gibt es nämlich keine nervigen Geräusche mehr. So, okay, dann noch eine Flak. Und
Ich würde ganz gerne noch eine Artillerie dabei haben. Kriegen wir es hin, Leute. 200 Holz. Ich brauche Holz. Obwohl. Nee. Dings habe ich keine. Hier, Haubitzen habe ich keine. Nee, noch nicht genügend. Ja, Manni, komm, du machst sie easy platt hier. Guck dir das an. Die haben keine Chance gegen dich. So, perfekt. Ja, du kannst uns helfen. Indem du hier noch ein Türmchen aufbaust. Ah! Ja, lass ihn das versuchen. Ja, was? Weg damit. Und am besten danach noch hier. So, sehr gut, Leute. Alles klar, sind wir auch wieder. Dann haben wir auch wieder volles Bevölkerungslimit. Gut, dann würde ich sagen, geht mal dahin. Sie werden den Tag verfluchen. So sieht's aus, Leute. Oh, schau euch das an. Diese Armeen hier. Panzer. Die allerersten Panzer, die es hier gegeben hat, ey. Im Ersten Weltkrieg. Sehen aus wie Cola-Dosen. Eine interessante Vorstellung. Panzer mit Cola-Dosen. Als Cola-Dosen. Naja, gut. Genau deswegen habe ich aggressiven Marsch gemacht. So, schieß die Flugzeuge einfach ab. Los. Ey, das ist ja wohl nicht wahr. Schieß den ab. So. Der macht ganz schön viel Schaden. Mein Kommandant? Ja, gut. Egal. Würde ich sagen, haben wir das hier unten ja eigentlich schon fast erledigt, ne? Wir müssen da ja noch... So, abschießen. Wir müssen da ja theoretisch noch Kaserne aufbauen, ne? Ein Krankenhaus könnte ich eigentlich auch gebrauchen. Aber gut. Die Drecksflieger von ihm, die schieße ich einfach ab. Das ist kein Problem mit meinen Partisanen. Und ja, dann würde ich sagen, nehme ich gleich den Bunker... Ach, Bunker. Den Bürger mit... Ja genau, ich nehme Bunker mit. Nee. Und baue hier unten dann eine Kaserne auf. Genau. Flugzeuge habe ich erstmal nicht gebaut, weil... Ja, die werden abgeballert. Das ist das Problem. Die Flugzeuge werden ganz einfach abgeballert. So, die sind schon da. Das ging ganz schön schnell jetzt. So, und der mal bitte. So. Mehr aushalten und mehr Reichweite vor allem, bitte. So. So sei es. Dann weiterziehen. Los. Da fliegt nämlich wieder einer. Bombe abschießen. Los. Okay. Moment, wo fliegt der hin? Wo fliegt der hin, der Bomber? Wir werden angegriffen. Was ist das denn? Duff Boy. Reue, was? Ach, keine Ahnung. Geht dann zurück, kommt. Ach du Heilige. Okay. Ja, toll. Die Flieger, die sind echt nervig, Leute. Boah, wie viele. Ja, egal. Komm schon, das schaffen wir. Der eine Flughafen hier muss definitiv drauf gehen, ey. Ich sage es euch. Boah, ja. Wo kommen die Mannequin eigentlich her von ihm, ey? So, jetzt kommt mal hierher und macht mal hier den... Drecks Flughafen weg. Ey, das kann nicht wahr sein. Wirklich nicht. So, Manni, komm mal her. So, mach diesen Drecks Flughafen weg hier. So, Leute, dann. Und einfach auf den Flughafen, Mann. So, dann wehrt euch. Alter Schwede. Das sind alles Jägerbomber, ne? Oder? Die müssten ja eigentlich jetzt bald mal flöten gehen, oder? Hier unten, wartet mal. Boah, die Bomber. Die sind echt mies, ey. So, Leute. Jetzt macht die Kacke kaputt, ey. Was hält das so viel aus, sagt mal. So, hier auch. Die Bomber sind übel, Leute. Die sind echt übel, die Bomber. Gut, Leute, dann brauche ich halt noch ein paar Jäger hier unten. Okay, dann mache ich das. Ja, die Flachs. Die Flachs sind das Problem, Leute. Die Flachs sind echt das Problem. Okay, dann versucht nochmal ein bisschen hier die Flachs platt zu machen.
Ja, danke. Penner. Penner. Naja, gut. Egal, die Flachs kriegen wir, glaube ich, noch. Nicht auf das Mannequin. Auf die Flachs sollt ihr gehen. So, die Flachs, weil da kann ich nämlich hier unten schön Bomber und Jäger hinschicken. Mach die Scheiße kaputt. Oh, perfekt. Perfekt, Leute. Dann kann ich hier unten die Jäger hinschicken. Sehr, sehr gut. Alles klar, dann mache ich das. Bauen wir jede Menge Jäger jetzt hier. So. 6 Jäger und am besten nur Partisanen. Ja, ja, klar. Und, ich kann sogar einen Dock bauen. Ich kann sogar einen Dock bauen. Ich würde sagen, das mache ich mal. Hier im Feindesland müssen unsere Gebäude bewacht werden. Ein Mann in Sichtweite von jedem. Sonst sind sie nutzlos. Was? Ein Mann in Sichtweite? Wieso das denn? Was meinst du damit, Kollege? Ja, kommt. Ich baue jetzt einfach Transportschiff. Weil das geht jetzt schneller. Da müssen die nämlich nicht immer hier außen rum fliegen. Ja, beziehungsweise fahren. Ja, zimmer das hoch und dann baue direkt Flachs. Ganz genau, Leute. Schiffe kann ich ja dann hoffentlich bauen. Dann baust du nämlich mal ein paar Flachs hier hin. So. Transporter kann ich trans... Hä? Was? Was? Unbewachtes... Gebäude? Okay. Na ja, gut. Wir werden angegriffen. Money? Geht's dir gut? Ach, shit. Ja, der ist natürlich... Alleine gegen 3 ist der natürlich extrem nutzlos. Was ist denn das hier? So, jetzt bauen wir hier Transportschiffe, Mann. Kann ich ihnen helfen, ja. So, Mann. Unbewachtes Gebäude. Das ist ja wohl nicht wahr. Ich brauche hier Flakstellungen erstmal. Unbewachtes Gebäude. So. Leute? Kann ich hier kein... Doch, okay, Transporter. Bau bitte Transporter. Am besten 3 Stück. Gut, dann baue ich halt eine Flak hin. So. Das sollte ja wohl passen jetzt, ja. Haha, haha. Weg damit. Genau deswegen. Genau deswegen, Leute. Genau deswegen habe ich hier die Flaks aufgebaut. So. Ja, Transportschiff, sehr, sehr gut. 14, ja, passt. Boah, am besten noch eins, ja. Ja. Ha, perfekt, Leute. Schießt die Scheiße ab. Jawoll, sehr gut. Ihr macht das souverän. Schön abballern, die Scheiße. Richtig so. So, perfekt. Dann habe ich hier meine Flachs. Den lasse ich hier stehen beim Dock. Und dann brauche ich eigentlich noch Panzer. So, jede Menge Panzer. Dann eigentlich noch jede Menge Panzerabwehr. Oh. Partisanen, ja. Jetzt habe ich halt jede Menge Partisanen, okay. Leute, ihr nervt. So, Partisanen, kommt mal bitte hier runter. Aber bleibt bitte stehen. Alles klar, Leute, dann haben wir auch die Folge gleich schon wieder voll. Die Mission, die ist ja relativ interessant, muss ich sagen. Also auch klar strukturiert und nicht so wie beim letzten Mal einfach eine Materialschlacht. Ja, das ist... Das muss auch mal sein, ne? Da sind noch mehr? Warum sind da noch mehr? Ja gut, dann packt die halt noch mit da unten hin. So. Dann kann ich meine Jäger nämlich schon weiterziehen. Oder was habe ich gesagt? Ja, kommt. So, Leute, dann... Ja, mach doch. Was machst du denn hier? So, Leute. Alles klar, die Partisanen stehen hier. Soll erstmal versuchen, hier mit Flugzeugen anzukommen. Ganz ehrlich. Gut. Oh, wir haben gar keine Mannequin, ne? Ja gut. Gar keine Mannequin sind halt auch scheiße, ne? So, 8, 16, 98.
Ja, kommt. Dann brauche ich aber noch hier. Sowas hier. Bam, 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 bam. Die Mucke, ey. Richtig genial. Gut, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Ey, würde mich sehr freuen. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.